Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. So, wir haben 2:1 gegen Hansa Rostock gespielt, gehen jetzt in die Winterpause und spielen nach der Winterpause im nächsten Video dann gegen unsere A-Jugend. Okay, wir wollen mal gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Geld haben wir natürlich keins, ist klar. Spieler kaufen, Spieler suchen. Ablösefrei, genau. Ablösefrei. Haben wir Spielstärke 71, die werden wir nicht kriegen. Müssen wir auf 65 hochgehen. Ist das jetzt 66, 64, 65? Okay. 3 Sterne ist in Ordnung. Da bis 23. Hey, haben wir ein paar Stück? Ist ja geil. Die werden wir mal kaufen. Also ein Stürmer, ein rechts, was ist das? Innenverteidiger, glaube ich. Zentrales Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Das sieht alles sehr gut aus. Kaufoption. Ach, zweites Fenster. Alter. Ich hasse das. Können wir jetzt noch nicht kaufen. Müssen wir noch warten. Gut, dann holen wir uns die alle in die Beobachtungsliste rein. Das ist alles doof. Wir müssen dann auch ältere Spieler suchen. Wir gucken aber erstmal, dass wir die hier kriegen. So, was haben wir hier? Reserve. Haben 1:0 verloren. Statusbruch, Verletzungen. Kessler ist wieder fit oder so. Er fällt für 2 Tage aus. Okay. So, dann müssen wir erstmal unsere Taktik ändern. Also beziehungsweise, ja, Taktik auch ändern, aber erstmal unsere Rotation 2 reinnehmen. Taktik ändern. Wir spielen ein bisschen höher als 45%. 56. Speichern wir auch direkt ab unter unserer Aufstellung. Genau. So. Sitz passt, wackelt und hat Luft. So, jetzt gehen wir erstmal. Ich gehe mir oben ins Trainingslager. Ich glaube nicht, ne, oder? Lass mal gucken im Kalender. Ne, wir haben jetzt kein Trainingslager. Das kostet alles zu viel. Aber wir haben Pause. Pause ohne Ende. Oder soll ich doch ins Trainingslager gehen? Doch, ich gehe ins Trainingslager. Gehen wir hier ab den 27. für 2 Wochen ins Trainingslager nach hierhin. Ich glaube, das war der richtige. Genau, da gehen wir hin. Kostet nur 34.000, das nehmen wir an. So, dann gehen wir da ins Trainingslager. Mache ich zwar mit den Amateurmannschaften, also Drittligamannschaften, nicht so gerne, aber 24.000 kann ich noch gerade noch zu verknuspern. So, und los geht's. Senkrechtstarter der Saison. Da sind wir leider nicht dabei, aber egal. 7,6 Millionen haben wir plus. Haben wir wieder 500.000 eingenommen. Wir waren mal bei 6,9. Dresden ist der beste. Das interessiert mich aber nicht. Ist zurück in die Jugendmannschaften. Ja, können sie alle machen. Wieder fit. Schalke, Absteiger der Vortrainer-Demission. Jo, weg damit. So. Dann gucken wir mal. Spielerberater, wie bietet Jugendspieler an? Hat eben auch geklappt. Nehmen wir auch mal wieder an. So. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Zweite Transferperiode steht an. Ich weiß.
Sauerland. Was hat der? Achso, der ist K.O. Zurück in der Jugendmannschaft. Schöne Weihnachtsfeier. Das ist immer gut, wenn die Weihnachtsfeier gefallen. Das ist sehr gut. Am Ende der Woche geht es dann ins Trainingslager, meine Freunde. Ja. Jetzt kann ich wieder aus meinem Partner unternehmen. Also, was haben wir zuletzt gemacht? Segeln im Winter ist ein bisschen doof. Zum Sprachkurs mitnehmen? Ja. Das mache ich mal. Let's go. So, okay. Gut, haben wir das auch gemacht. Wollen wir wieder Heiratsantrag machen? Ja, machen wir mal. Nicht in Frage kommt. Okay, hat zu Pech gehabt. Wer nicht will und so weiter, der hat schon und so weiter. So, jetzt versuche ich nochmal die Spieler zu kaufen da. Blickfeld. Haben die schon verlängert? Nein, haben sie noch nicht. Das ist gut. Kaufangebot. Was? Alter, der will nicht zu mir. So. Ach ey. Mann, müssen wir noch warten, bis die Transferphase offen ist. Also am 1. Januar muss ich die kaufen. Gut. Ja. So, gucken wir erstmal Verträge. Verträge? Läuft einer aus oder so? Er ist 23, jetzt haben wir jetzt 21, aber dann passt es ja. Amateure, zweite Mannschaft? Auch nicht. Sehr schick. Das passt ja, wie angegossen. So. Wir machen hier individuelles Training. So, mal gucken, 2 auf 4 hoch, auf 4 hoch, auf 4 hoch. Dann machen wir noch das hier und das hier. Sehr gut. Sind alle verteilt? Jawohl, sind sie. Gut. Individuelles Training ist dann immer besser, wenn man das macht, damit deine eingestellten Sachen, die du ihnen gegeben hast, was die trainieren sollen, besser werden. Ist ganz klar. So. So. Okay. Let's go. Wir haben eine Nachricht bekommen. Mal gucken, was einer will. Was will er? Frei? Pokale für Fanclub. Gut, machen wir. Was will der? Achso, interessiert. Ja, ganz ruhig. Ob Transfer ist gesetzt. Ja, ihr Plemmener, ey. Haben wir jetzt den ersten schon? Ja, haben wir. Sehr gut. Das heißt, können wir jetzt kaufen. Gucken wir mal. Jugendspieler erreicht Trainingsziel. Der hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist sehr gut. Trainingsziel. Oh, hat er sogar zweimal erreicht. 65. 65, 65. Baller. Sehr gut, der Junge. Jugendspieler kommt zu Ihnen. Naja, es ist zwar keine große Hupe, hat aber 3 Sterne. 3 Sterne ist in Ordnung. So, machen wir erstmal Sprungkraft. Und dann.
Stärkste Eigenschaften 243. 60 ist 62. 58 die rein. 53 den rein. Oh, ich kann es nicht so gut sehen. Das ist echt zum Mäusemelken. Das hat überhaupt keinen Bock. Aber egal, das geht. So, 65, 65, 60, 60. So, kann er üben. Wieder fit, fällt aus. Trainingslager beginnt heute. So, jetzt versuchen wir die mal zu kaufen. Blickfeld. Ja. Kaufangebot. Ja, sehr gut. Saisonende. So, müssen wir nochmal das Gehaltsbudget hochsetzen. Kaufangebot. Saisonende. So. Kaufangebot. Saisonende. So. Kaufangebot. Saisonende nicht sofort. So viel Geld habe ich nicht. So, haben wir die erstmal. Gut. Okay. So, dann müssen wir erstmal ins das Finanzgeschäft reingehen. Dann ziehen wir mal ein paar 100.000 aus der Infrastruktur raus. Ne, aus der. Was ist das hier? Transferbudget. Was will der? Und zwei. Achso. Oh, wo ist denn das jetzt hier? Budget, hier was, ja. Die sammeln wir runter. Dass wir ein bisschen was hier eingeben können. Die machen wir hoch. So. Das kann man gleich wieder verschieben. Aber wir suchen erstmal weiter Spieler, die ab 70 sind, sag ich mal. Wir haben zwar ein bisschen niedriger gemacht, aber egal. So. Bis 27. Ja, haben wir nicht viel. Obwohl, da haben wir hier. Mal gucken, Kaufangebot. Ja, finanzielle Schmerzgrenze, bla bla bla. Saisonende. Nehmen wir. Besic. Saisonende. Kaufangebot. Okay. Ist ja merkwürdig. Du bist mein wichtigster Spieler, habe ich schon. Gut, 3 Jahre. Dann machen wir hier mal 5 Jahre raus. So, mal gucken, ob wir den kriegen. 300.000, Alter. Ja, mal gucken. Das kannst du knicken, ey. 2 Jahre, 1 Jahr. Oh, der kommt nicht zu mir. Kannst du machen, was du willst. Können wir höchstens. Mal gucken,
dass wir auf 200.000 hochgehen. Mal gucken, wie hoch wir gehen können. Und dann auf 750.000 hoch. Oh. 750. Dann gehen wir hier nicht auf 250.000 hoch, sondern auf 500.000. Ja, das sieht schon besser aus. 550.000. Akzeptabel, das sieht gut aus. Der Vorstand wird Verbrechung des Spielers nicht, wenn ihr Angebot weit deutlich über den. Okay. Also 750.000 kann ich nicht anbieten. Gehen wir mal auf 650 runter. Was immer noch blöde. Was haben wir hier eingegeben? 550. 600.000. Da muss man deutlich hier höher gehen. Das ist echt bescheiden, ey. 700.000. Jetzt sind wir wieder auf akzeptabel, das ist gut. Oh, immer noch zu viel. Gehen wir mal auf 500.000. So. Immer noch, Alter. 450 ist das jetzt 60 oder 50? 60, 50. Alter, 1 Million jetzt schon, ne? Also mit dem holen wir uns aber rein. Da müssen wir mal gucken, ob der überhaupt wert ist. 70. Fels in der Bandung, das ist schon mal gut. Wie alt ist der? Sieht hier 23. Alter. Also das ist mir dann zu teuer. Ne, holen wir nicht. Der Pech hier habt. Schade. Kaufangebot. An das Saisonende. So, gut, dann können wir da nichts holen, müssen wir mal gucken. Immer wieder dasselbe. So, dann gucken wir Jugend. Da haben wir einige. Sehr gut, so. Ja, die müssen wir alle hochholen, da geht alles nichts. Ja. Nächste Saison. So. Weil die verschwinden sonst aus dem Spiel, sag ich mal, weil die dann sonst auch keiner verpflichten will. Dann hole ich mir lieber für die zweite Mannschaft erstmal, bis ich die richtig aufgebaut habe. Und so lange gehen die ja. Das 3-Jahres-Vertrag, sehr gut. So, und hier die alle, die holen wir alle hoch für die zweite Mannschaft, das reicht dann. Vertrag verlängern. Nächste Saison, zweite Mannschaft. Wenn wir jetzt noch welche ablösefrei kriegen sollten, dann kommen die aus der ersten Mannschaft natürlich auch in die zweite Mannschaft rein. Die ich dann aussortieren werde. Verträge.
2, nächste Saison, zweite Mannschaft. Ja, kannst du machen. Und auf Wiedersehen. So, Beträge. Nächste Saison, 3 Jahre. Zweite Mannschaft. Und nehmen. Verträge. Zweite Mannschaft, nächste Saison, dritte. Zweite Mannschaft, so rum. Dritte Mannschaft haben wir hier nicht. Wäre noch schöner. Und weiter. Wie gesagt, die müssen wir alle hochholen. Oh, da haben wir ja einen sehr guten Innenverteidiger. Also, das ist ja der, den wir geholt haben. Vom Talent her sehr gut, von der Spielstärke nicht so, aber das kriegen wir auch noch hin. Den bauen wir mal richtig auf. Bleibt erstmal noch ein, zwei Jahre in die Jugend. So, mal gucken, wie lange. Und dann packen wir die in die zweite Mannschaft rein zum Hoch, zum Üben, zum Lernen, wie auch immer. So. Vertrag. Zweite Mannschaft. Dritte, 3 Jahre, nächste Saison. Ey, alalalala. 8000 pro Monat. Oder pro Jahr. Ist mir auch egal. Hier wird eh keine große Rolle spielen. Aber ich lasse mich mal überraschen. Mal gucken, was passiert. So. Und let's go. So, jetzt haben wir die erstmal alle angeboten. Ja, man. Ja. Türkischer. Türke ist das, ist egal. Spielt keine Rolle, Hauptsache er spielt gut. Alles andere ist mir egal. So, der ist verletzt. Wie lange noch? Bis zum 13.11. 13.11. Oder? Ach, ich muss näher rangehen, ich sehe das hier nicht so gut. Ne, 13.01. oder 23. so. Egal. Auf jeden Fall bis zum Januar. Kann er das nächste Spiel nicht mitspielen. Ganz einfache Sache, oder? Ah doch. Kann er eventuell doch. Na, mal gucken. Gut. Hätten wir das erstmal geregelt. Mal gucken, wer alles kommt. Oder wer nicht. Oh, die ist schwanger. Sehr gut. Kommt mein erstes Kind. Hip Hop Hooray. Alles klar. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir da machen können mit den Spielerverträgen. So, Klappic. Zentraler Mittelfeldspieler. Ja, gib mal her. Das sieht schon mal gut aus. 3 Jahre. Wichtigster Spieler. Ist der Nationalspieler, muss ja nicht immer stimmen. So, 2 Jahre. So, 138.000 oder 138, ja, nochmal 400.000. Sehr fair. Jetzt bin ich gespannt. War klar, der Vorstand, bla bla bla. 400.000 geht also auch nicht. Gucken, ob 350 geht. Das ist akzeptabel, das ist gut. Der Vorstand akzeptiert das nicht. Ihr Pillemänner, ey. 300.000. Nein, Moment. So, 110.000. Boah, Alter, ich hasse das. 250.000, da müssen wir hier auch noch ein bisschen höher gehen. Zumindest bis es akzeptabel ist. So, jetzt ist es akzeptabel. Wow, 250.000 kann ich anbieten. Das ist schon mal gut zu wissen. Na gut.
Du bist mein wichtigster Spieler. Oh, sehr fair. Ja, dann bleibt das so. Gut. Gehen wir hier oben direkt auf 5 Jahre. Dann ist er nicht mehr sehr fair. Gehen wir auf 200.000. Ne, 250.000. Hier auch noch ein bisschen höher. Gut. Nehmen wir an, sehr gut. Mal gucken, ob die alle kommen. Bin ich mal gespannt. So, der hat fair, er kriegt 5 Jahresvertrag. Okay, dann kann man ein bisschen. So. Nee, 300.000 wollen wir nicht haben. 250.000, ist akzeptabel. So, weiter. Letztes Angebot, 5 Jahre. Passt. Nehme ich an. Sehr gut. Amenjedu. Deutsch-Togolese oder was? Keine Ahnung. Egal. Wichtigster Spieler haben wir schon. Nationalspieler. Geben wir den noch Option für Verein. 2 Jahre. Und hier auf 3 hoch. Ja, dann geht er wieder ein bisschen runter, ist klar. 250.000. Akzeptabel. Jetzt wäre Welbesch. Sehr gut. Bajic, Stürmer. 3,5 Sterne. Sehr gut. Sturmtank. Ja, sowas mögen wir. Sowas mögen wir. 3 Jahre, 5 Jahre. Will der sogar bleiben? Herr Gott nochmal. Ja, dann her damit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die alle kommen. Kann ich mir schon mal Gedanken machen für nächste Saison, wem ich da austausche. Aber ich muss nächste Saison dann eh nochmal Nachschub holen. Dann kommen noch ein paar ablösefreie Spieler auf der Transferliste. Egal, ob wir jetzt dritte oder zweite Liga spielen. Absteigen werden wir, glaube ich, eher nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für Nachrichten sind. Gucken wir uns die ganzen Nachrichten mal an. Also, was steht hier? Wechselt ablösefrei, sehr gut. Der wäre halt mal schon mal ein Stürmer. Erreicht Trainingsziel. Jugendspieler, interessiert mich nicht. Neue Idee für Fanartikel. Ah, der geht leider dahin nach Lechia irgendwas. Dann ist das so. Konkurrenzangebot. Akzeptiert Vertragsangebot. Ja, das ist gut. Talent in Jugendcamp entdeckt. Ah, mein Jugendcamp sind fertig. Sehr gut. Einer kriegen wir bis jetzt. Jugendcamp ist fertig. Lehnt Wechsel ab. Ja, du Hupe. Vertragsangebot. Ist wieder fit. Vertragsangebot. Ablösefrei, der kommt auch zu uns. Wie heißt das nochmal? Wolballa. Nein, Wolalaba oder sowas, egal. Der kommt auch zu uns. Sehr gut. Wieder fit. Angebot für Stadionnamen. Nee.
Manic ist nicht akzeptiert. Also, ja. Ja, so ist das eben. Da kann man nichts machen. Transfermarkt. Blickfeld. So, den schmeißen wir raus. Den schmeißen wir auch raus. Und den müssen wir mal gucken, ob der dann zu uns kommt. Okay. Was wollte ich jetzt gucken? Irgendwas wollte ich gucken, aber was? Was hatte ich eben gesagt? Dann müssen wir noch mal gucken. Achso, Jugendcamps, genau. Jugendcamps. Der ist fertig, aber hat nur 2 Sterne. Naja. Egal. Egal, da kommt man eh nichts draus erwarten. Spieler übernehmen. Aber das Jugendcamp ist erstmal fertig. Das ist erstmal super. Das kann man ja erstmal machen. So. Okay. Ja, die ist schwanger, das weiß ich hier schon. Es ist schön, dass du schwanger bist. Willst du auch heiraten? So, jetzt müssen wir das Budget wieder runternehmen. Finanzstadia, Status. Ja. So, mal gucken, wie viel. Überhaupt miese. Das heißt, also keine Miese, aber wir müssen ein bisschen was von dem hier runternehmen. Mal bis hierhin. Hier ein bisschen was drauf machen. Und der Rest wieder hier drauf. Wir müssen sehen, dass wir unser Infrastrukturbudget hier, also Baubudget, sag ich mal, hochhalten. Weil das ja für das Trainingscamp, für das Jugendcamp gut ist, wichtig ist. So, dann kann man gleich nämlich im März, kann man dann später im März Mitgliederkampagne machen. Und gucken, ob wir dann welche Mitglieder werben können. Wäre ganz gut, mal gucken. So, jetzt ist erstmal die Winterpause gleich vorbei, wenn das Trainingslager zu Ende ist. Dann ist das für dieses Woche beendet. Also für heute beendet. Und dann geht es morgen weiter mit dem Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend. So. Hier machen wir einen Stopp. Okay. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim 3D-Spiel gegen unsere A-Jugend. Bis morgen dann. Ciao, ciao.